Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am vierten Sonntag im Advent. In wenigen Tagen wird es Weihnachten. Und zu Weihnachten gehören Geschenke und vor den Geschenken kommen Wünsche. Was wünschen wir uns eigentlich heuer an diesem Weihnachtsfest des Jahres 2020. Wir hören heute von Sarah, der Frau Abrahams, die einen Wunsch hatte und wie er erfüllt wurde. Und wir hören von Maria, die ein Geschenk bekommen hat, von dem sie nicht einmal zu träumen gewagt hat. Lassen wir uns einstimmen mit Worten aus Psalm 102. Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für. Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen, denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist und die Stunde ist gekommen, dass die Völker den Namen des Herrn fürchten und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit. Wenn der Herr Zion wieder baut und erscheint in seiner Herrlichkeit. Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe. Der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes, dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn und sein Lob in Jerusalem, wenn die Völker zusammenkommen und die Königreiche dem Herrn zu dienen. Lasst uns miteinander beten. Gott, unser Befreier, du hast Großes an Maria getan und du lässt sie das Lied der Befreiung anstimmen. Du stößt die Mächtigen vom Thron und du erhebst die Niedrigen. Wir bitten dich, erfülle uns mit deinem Geist und mache uns stark in der Hoffnung für diese Welt. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Magnificat Marias, wir hören es bei Lukas im ersten Kapitel. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde erfüllt vom Heiligen Geist und rief laut und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Ja, selig ist, die da geglaubt hat, denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich preisen, selig, alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist.
und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate. Danach kehrte sie wieder heim. Wir wollen gemeinsam antworten auf die Botschaft der Schrift mit dem gemeinsamen Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Gemeinde, hören wir aus dem 1. Buch Mose im 18. Kapitel. Und der Herr erschien Abraham im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen 3 Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde. Da sprachen sie zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete, drinnen im Zelt.
Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hoch betagt, so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren, und auch mein Herr ist alt? Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah und spricht: Sollte ich wirklich noch gebären, nun da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Liebe Gemeinde, was für eine Wundergeschichte hören wir da. Die hochbetagte Sarah, man kann das ganz gut ausrechnen, weil an anderen Stellen Altersangaben sind, ist zu dem Zeitpunkt, wo sie diese unglaubliche Ankündigung im Zelt hört, sage und schreibe 90 Jahre alt. Und Abraham noch eine Dekade älter, er ist zu diesem Zeitpunkt 100 Jahre alt. Und sie soll in diesem Alter ein Kind bekommen. Ich glaube, mehr Wunder geht gar nicht. Das mit der Zahl 90 ist natürlich so eine Sache. Natürlich konnten nach allem, was wir wissen, auch zur Zeit Sarahs Frauen mit 90 keine Kinder mehr bekommen, wenn sie überhaupt so alt wurden. Das mit dieser unglaublich hohen Alter und Mutterschaft, das liegt daran, dass man überall im Alten Testament mit den Zahlen es nicht so genau genommen hat. Es war eben noch kein digitales Zeitalter, wo alles mit dem Finger Digitus abgezählt werden musste. Man war hier etwas großzügiger. Etwa auch, wenn man nachrechnet, als Pharao und Abimelech Sarah in ihr Harem nehmen, da war Sarah auch bereits deutlich über 80 und wahrscheinlich nicht mehr ganz haremtauglich. Worum geht es? Es geht bei dieser hohen Zahl letztendlich darum, dass wir eine Botschaft hören. Sollte Gott wirklich irgendetwas unmöglich sein? So unglaublich und unvorhersehbar es auch ist. Und das vor allem auf ein ganz, ganz großes Problem zur Zeit Sarahs. Das Problem der Kinderlosigkeit. Denn kinderlos zu sein war für eine Frau zur Zeit Sarahs die schlechthinige Katastrophe. Auch heute leiden Frauen und Eltern und können vielleicht sogar daran zerbrechen, wenn sie keine Kinder bekommen. Aber diese existenzielle Bedrohung der Kinderlosigkeit wie zur Zeit Sarahs war noch einmal etwas anders. Sie sehen, dass durch die ganze Bibel zieht sich wie ein roter Faden immer wieder von der verzweifelten Frau, die keine Kinder bekommen konnte, aber dann doch, oh Wunder, endlich ein Kind bekommt und zu einer wichtigen Person wird. Sämtliche Ahnfrauen Israels hatten Probleme mit dem Kinderkriegen. Was für ein Balsam auf die Seele der Frauen damals. Sarah dürfte sich also nichts sehnlicher gewünscht haben, als endlich ein Kind zu bekommen. Und jetzt hört sie: Sollte Gott etwas unmöglich sein? Diese Aussage, wenn wir sie vor einem Jahr gehört hätten, sie hätte uns wahrscheinlich ganz anders berührt als heute an diesem vierten Advent des Jahres 2020. Sie berührt uns, diese Aussage: Sollte Gott etwas unmöglich sein? Ein so großer Satz, eine so große Botschaft, wo wir vielleicht im Moment uns an etwas bescheidenere Währung gewöhnt haben. Es sind noch wenige Tage bis Heiligabend. Der Baum steht noch ungeschmückt in unserer Kirche. Und wir wissen alle, dass dieses Weihnachtsfest ein völlig anderes Weihnachtsfest werden wird, als wir es vorher in den Jahren zuvor gefeiert haben.
Großeltern fragen sich, sollen wir überhaupt zu den Kindern, zu den Enkelkindern kommen? Das Wort Kontakt, eigentlich ein schönes Wort, ist mittlerweile fast anrüchig geworden, weil wir Kontakt vermeiden müssen. Und deshalb haben wir uns auch im Kirchenvorstand schweren Herzens entschieden, Heiligabend keine Präsenzgottesdienste zu feiern, sondern sie werden uns nur übers Internet sehen und den ganzen Heiligen Abend über bis zur Ausgangssperre werden wir als Pfarrer und Pfarrerin in der Kirche sein. Schulen und Kindergärten sind schon zu und wir wissen, oder die allermeisten wissen es, es geht eben leider nicht anders. Und in diese Situation hinein hören wir diesen Satz, sollte Gott etwas unmöglich sein? Wie geht es uns mit einer solchen großen Ansage? Wie Sarah darauf reagiert hat, haben wir eben gehört. Sie hat auf dieses angekündigte Riesenwunder gelacht. Und das ist ja eigentlich auch wiederum kein Wunder. Da kommen drei merkwürdige Männer zu Besuch, von denen sich herausstellt, dass Gott dahinter steckt. Und in diesem merkwürdigen Besuch kündigen diese Männer an, dass Sarah und Abraham noch Eltern werden sollen. Vielleicht ist ihnen aufgefallen, Abraham sagt gar nichts. Und Sarah, sie lacht. Es ist ja auch wirklich zu witzig, um wahr zu sein. Sollte ich, so sagt sie, wirklich noch gebären, da ich alt bin? Sarah lacht. Ich weiß nicht, was das für ein Lachen ist. Vielleicht freut sie sich nur. Aber vielleicht ist auch eine bittere Note in dem Lachen mit darin. Fast ein Auslachen. Vielleicht ein ungläubiges Lachen. So wie uns vielleicht jetzt manchmal ein bitteres Lachen über die Lippen kommen mag. Ein ungläubiges Lachen. Nach Corona werden wir endlich wieder, ja, nach Corona. Gibt es das überhaupt? Wird es das überhaupt geben nach Corona? Und was wird mit meinem Geschäft und mit meinem Arbeitsplatz? All diese Fragen. Vielleicht hat damals Sarah auch so gedacht und ganz ungläubig gelacht, weil sie jede Hoffnung verloren hat. Was soll jetzt noch passieren? Es ist doch eigentlich alles gelaufen. Aber, und das ist das geheimnisvolle Aber, was wir heute an diesem vierten Advent hören sollen, aber dann wurde sie doch tatsächlich schwanger. Ob sie jetzt 90 war oder ein paar Jahrzehnte jünger, spielt keine Rolle. Sie wurde schwanger. Das große Wunder. Sie gebar einen Sohn und hat erfahren, tatsächlich ist Gott nichts unmöglich. Sarah ist die Kronzeugin dafür. Und ihr Lachen hat sie gleichsam verewiglicht. Sie hat ihrem Sohn den Namen Isaak gegeben. Und Isaak auf Hebräisch Yitzhak heißt, er wird lachen. Was wünschen wir uns heute an diesem vierten Advent? Was ist Ihr, was ist mein größter Wunsch im Moment? Was es auch immer sei, liebe Gemeinde, auch an diesem vierten Advent, auch an diesem Weihnachtsfest gilt, Gott kommt bei uns zu Besuch. Auf geheimnisvolle Weise wie bei Abraham im Hain zu Mamre. Gott kommt und das gilt auch für diese Advents- und Weihnachtszeit. Er kommt zu uns und ich bin davon überzeugt, es wäre wirklich gelacht, wenn ihm auch heute nichts unmöglich wäre. Und der Friede Gottes, welcher höher ist alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Folgendes darf ich Ihnen bekannt geben. Wir danken herzlich für die Gaben vom vergangenen Sonntag. Im Klingelbeutel waren eingelegt 206,30 €. Die Kollekte erbrachte 39 € und Brot für die Welt wurden 50 € gegeben und einmal 50 € Spenden für Bedürftige. Die Kollekte und der Klingelbeutel sind heute für die eigene Gemeinde bestimmt und die Missionstrommel ist in diesem Monat für Brot für die Welt. Die Gottesdienste an Heiligabend, es wird 2 Online-Gottesdienste geben. Sie können sie über unsere Website sich angucken und da auf unseren YouTube-Kanal kommen oder Sie können direkt bei YouTube eingeben, Dekanatsjugend Bad Neustadt. Und wie gesagt, von 14.30 Uhr bis 20.30 Uhr werden Pfarrerin Ehrmann, Pfarrerin Ress oder ich hier in der Kirche sein und auch auf Abstand für Gespräche zur Verfügung stehen. Ich danke allen, die an diesem Gottesdienst sich beteiligt haben, Karin Riegler an der Orgel und Rita und Richard Rudolfi für Sicherheitsteam und Mesnerdienst. Der Wochenspruch für die heute beginnende Woche, er geht so in eine ganz andere Richtung und er will uns Freude machen und darauf vertrauen, dass für Gott nichts unmöglich ist. Im Philipperbrief im 4. Kapitel heißt es, freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freuet euch, der Herr ist nah. Wir wollen nun miteinander und füreinander beten. Wunderbarer Gott, was geschieht, wenn deine Boten in unsere Wirklichkeit treten, wenn das Undenkbare, das Unerwartete einbricht? Können wir dich dann erkennen, wenn du zu uns kommst, in deinen Engeln, deinen Zeichen? Wir bitten dich, verwandle uns, Herr, dass wir spüren, wenn du nahst und uns dir öffnen willst. So bitten wir dich, komm zu allen, die dich suchen, die in ihren Nöten fragen, wo bist du, Gott, die nach dir verlangen, aber dich nicht finden können. Komm zu allen, die nicht mehr hoffen können, deren seelische Kräfte aufgebraucht sind, die den Glauben an sich und andere verloren haben. Komm zu allen, die einsam sind, zu den Alten, zu denen, die ihre Familien vermissen, zu den Kindern, die in ihren vier Wänden keine Heimat haben. Komm zu allen, die in Krankheit ins Ungewisse schauen, die sich an der Grenze ihres Lebens wissen und fragen, was sie erwartet. Komm zu allen, die sich in Feindbilder einschließen, die Andersdenkende diffamieren müssen und sich selbst in den eigenen Wahrheiten nur bestätigen. Komm zu allen, die in Unfrieden leben, zu all den Hungernden, die vergessen werden, zu allen, die auf der Flucht sind vor Gewalt und Elend. In der Stille bringen wir vor dich uns von dir wünschen. Du bist nahe, wunderbarer Gott. Verwandle und heile uns, Herr, dass wir dich dort, wo wir dich nicht erwarten, erwarten können. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun in diesen Sonntag und in diese Woche unter dem Schutz und Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie behütet und Gott befohlen.